Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Skoda Liebe. Ich stelle euch heute eines der erfolgreichsten Modelle der Marke Skoda in der zweiten Generation vor, den neuen Kodiaq. Neben dem komplett neuen Design fallen sofort die neuen Matrix-LED-Scheinwerfer ins Auge, die nicht nur 50 Meter weiter leuchten, sondern auch einen deutlich verbesserten automatischen Fernlichtassistent haben. Des Weiteren fällt an der Front auf das neue UDC statt Chrom. Unique Dark Chrome heißt es und es wirkt besonders schick und wie ich finde auch modern. Wir sehen das auch beim neuen Logo, das ist jetzt auch in 2D statt 3D. Wir gehen einmal zur Seite des Fahrzeuges. Wir haben hier bei unserem Selection die 18 Zoll Felge, er ist aber auch bestellbar in 19 und 20 Zoll. Gehen wir weiter. Wir sehen, dass der Spiegel jetzt nicht mehr an dem Dreieck befestigt ist, sondern an der Tür. Sieht nicht nur cool aus, sondern hat auch die Funktion, dass ihr deutlich verringerte Fahrgeräusche habt, gerade bei langen Autobahnfahrten. Wir sehen auch hier, die C-Säule ist jetzt nicht mehr mit Klavierlack, sondern komplett Glas. Und die D-Säule im neuen UDC-Design ist beim Sportline auch im Klavierlack bestellbar und bei dem Selection und allen anderen Modellen auch im Wagenfarb. Wir sehen, das Auto ist deutlich gewachsen nochmal um 6 cm. Und wir haben hier diese durchgezogene Leiste in unserem böhmischen Kristalldesign. Das ist aber nur optional beim Licht- und Sichtpaket und beim Licht- und Sicht-Plus-Paket. Kommen wir nun zum neuen Innenraum des Kodiaq. In der Türverkleidung haben wir nun ab sofort Platz für 1,5 Liter Flaschen. Und wir haben hier ein Selection in der Ausstattung Suite. Das erkennen wir am schwarzen Leder. Wirklich sehr, sehr schick. Werfen wir einmal einen Blick in den Innenraum. Sehen wir auch, dass das neue Armaturenbrett einmal komplett überarbeitet wurde. Fällt besonders auf an dem neuen 13 Zoll Display in der Mitte, was echt stark individualisierbar ist. Also testet das ruhig mal aus. Wir laden euch herzlich dazu ein, dass ihr mal zu uns ins Autohaus kommt und das auch gern gemeinsam mit einem persönlichen Verkaufsberater macht. Und der Kodiaq ist ab sofort auch bestellbar mit einem Head-Up-Display. Werfen wir nun einen Blick in die Mittelkonsole des Fahrzeuges, sehen wir, dass der DSG-Wahlhebel zum Lenkrad gewandert ist. Erstmal ungewöhnlich, aber trotzdem sehr cool, weil das schafft natürlich Stauraum. Stauraum einmal für 4 0,5 Liter Flaschen Wasser in der Mittelkonsole und die neue induktive Ladebox. Die fasst jetzt nämlich zwei Smartphones, das heißt Fahrer und Beifahrer können entspannt ihr Handy bei der Fahrt induktiv laden und die ist auch noch belüftet. Vielleicht kennst du ein oder andere, beim Nutzen von Apple CarPlay oder Android Auto wird das Handy gerne mal heiß und dem wird natürlich mit der belüfteten Ladeschale entgegengewirkt. Jetzt neu im Kodiaq haben wir auch unsere Smart Dials. Das heißt, wir können hierüber bequem die Sitzheizung steuern, die Sitzbelüftung, die Klimaanlage, haben die Möglichkeit, den mittleren Smart Dial zu konfigurieren. Das heißt, ihr könnt dort Lautstärke einstellen, das Fahrwerk. Testet das unbedingt mal aus, da kann man echt einiges machen. Des Weiteren hat der Kodiaq jetzt 10 Kammer-Massagesitze. Die werden über pneumatische Luftkissen gespeichert und ich habe sie gerade an und ich finde es echt mega entspannt. Also wird euch das gerade auf langen Autofahrten echt sehr, sehr gut tun. So, angekommen auf der Rückbank. Wie beim Vorgänger auch haben wir hier enorm viel Platz. Das heißt, auch die Mitfahrer hinten können entspannt sitzen. Was cool ist, wir haben jetzt hier so ein neues Verstaudetail. Wir können das rausnehmen, wenn auch einer in der Mitte entspannt sitzen will. Echt cool. Und wir können natürlich wie beim Vorgänger auch die Sitze verschieben. Was noch ein cooles Detail ist, im Kodiaq, es gibt nun 14 Lautsprecher. Das sorgt für einen wirklich deutlich besseres Klangerlebnis, wenn man auch gerne mal Musik hört. Kommen wir nun zu einem Highlight von unserem Kodiaq, der Kofferraum. Man sieht hier auch, dass das Auto 6 cm länger geworden ist. Der Kofferraum ist noch mal größer als beim Vorgänger. Es gibt den weiterhin auch mit einer dritten Sitzreihe, das heißt bis zu 7 Sitzen. Die müsst ihr auch bestellen beim großen Diesel, wenn ihr die 2,5 Tonnen Anhängelast haben wollt. Neben dem präsentierten Kodiaq Selection Suite gibt es noch den Kodiaq Selection Eco Suite mit dem cognacfarbenen Leder. Es gibt noch den Selection Lounge und Loft. Und bald wird der Kodiaq Sportline bestellbar sein, worauf ich mich auch schon sehr freue. Nicht zu vergessen ist 2025 die Top-Variante, das Skoda Kodiaq RS-Modell mit dem Top-Benziner 265 PS und Allradantrieb. Neben dem Top-Modell Skoda Kodiaq RS gibt es auch noch zwei weitere Benzinmotoren. Im Einstieg ist es der 1,5er TSI mit dem Mild-Hybriden und den 2 Liter TSI als Allrad mit 204 PS. Ganz neu im Angebot beim Skoda Kodiaq ist ab sofort der Hybridmotor.
Es ist ein 1,5er TSI Benzinmotor gemischt mit einem Elektromotor. Der wird rein elektrisch 100 km fahren und ist besonders interessant für Dienstwagenfahrer wegen der 0,5% Versteuerung. Des Weiteren gibt es zwei Diesel im Angebot. Das ist einmal der 2 Liter TDI mit 150 PS und der große Diesel mit 2 Liter TDI und 197 PS Allrad. Des Weiteren gibt es eine neue Farbe beim Skoda Kodiaq und das ist Bronze Gold Metallic. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Euch gefällt der neue Kodiaq? Dann freuen wir uns sehr über einen Besuch von euch im Autohaus. Die Fahrzeuge sind ab sofort bereit und ihr könnt sie auch gern Probe fahren.